Mission muss bestätigt werden, bevor es zu spät ist. Es ist zu spät. Die liegenden Truppen tauchten erst neues Eiskonzept in Im Band des weißen Zombies und ich folgte einem Zombie auf. Aber der Film, der das Genre wirklich beeinflusst hat, ist Tanz der Toten Seelen aus dem Jahr 1962. 5 Jahre später bündelten 10 junge Leute einen kleinen Geldbetrag und schufen einen unabhängigen Horrorfilm, der die Geschichte des Kinos verändern sollte. Der Film heißt natürlich Die Nacht der lebenden Toten und ist mittlerweile ein Klassiker. In den frühen 70er Jahren beschäftigten sich nur wenige mit Zombies. Bestes Beispiel ist Jorge Graus, Das Leichenhaus der lebenden Toten. Im 1978 drehte George Romero mit der Hilfe von Dario Argento Zombie und der Erfolg des Films veranlasste viele Europäer, ähnliche Projekte zu starten, wie zum Beispiel Lucio Fulci mit Udo die Schreckensinsel der Zombies, Die Geisterstadt der Zombies und Ein Zombie hing am Glockenseil, Antonio Margheriti mit Die Rückkehr der Zombies, Joe D'Amato mit In der Gewalt der Zombies, Jess Franco mit Oase der Zombies und Sean Rollin mit Lady Dracula. Am interessantesten war jedoch Großangriff der Zombies von Umberto Lenzi, in dem es auch die ersten schnellen Zombies gab, die heutzutage jeder kopiert. Amerika reagierte eher komödiantisch mit Verdammt, die Zombies kommen 1 und 2, bei denen es sich praktisch um denselben Film handelt. Beide haben die gleichen Schauspieler und die gleiche Prämisse. Romero beendete im 1985 seine Trilogie mit Zombie 2 und machte es ernst wieder. Aber eine andere Komödie, Die Nacht der Krebs, machte Zombies im 1988 wieder lustig. Im 1990 versuchte Tom Savini unter der Anleitung von Romero ein Remake des Klassikers Die Nacht der lebenden Toten in Farbe. Brian Yuzna versuchte im 1993, den dritten Teil von Return of the Living Dead ernster zu gestalten und im selben Jahr sicherte sich Peter Jackson mit dem Erfolgsfilm Brain Dead ein Ticket nach Hollywood. Italien antwortete mit Bella Morte dell'Amore. Von den Projekten der letzten 5 Jahre stechen Kinder der lebenden Toten und Die Toten hassen die Lebenden hervor. Letztjähriges Landet und natürlich Shaun of the Dead, wo das Ende der Welt aus der Sicht eines jungen Mannes zu sehen ist. Vorerst nur ein kleiner Vorgeschmack von uns. Wir können gern eine umfangreichere Zombie-Episode zukünftig machen. Nature is coming. Halloween comes early this year.